Ja, er sagt, läuft. Wer macht jetzt ein Zeichen? Nein. I make a sign. Jetzt wollen wir mal anfangen? Ja. Machen wir mal so. Ich hab schon Hallo gesagt. Ja. In Pompi-Kolonie, Kolonastik. Uff. Heiner. Heiner, wir sitzen mal hier. So einfach auf der Couch. Weil wir haben jetzt eine. Deswegen habe ich gedacht, können wir auch mal auf der Couch sitzen. Das ist mein Sofa. Ich glaube, wo auf meinem Sofa sitzen. Ja. In meinem Wohnzimmer. Genau. Und irgendwie ist das awkward. Komischerweise, wenn eine Kamera dann da ist, ist man irgendwie anders. Ja. Und ja, weswegen sitzen wir hier? Wir waren, ich tatsächlich schon da häufiger, in Holland. Und du warst noch nie in Holland. Ich war zum ersten Mal in Holland. Und Markus meinte, wir müssen zu den zwei Brüdern gehen. Und ich so, hä? Was für zwei Brüder? Ja, die zwei Brüder von Venlo. Da kann man halt einkaufen gehen. Die haben halt 7 Tage die Woche auf, weil es keine gesetzlichen Öffnungszeiten gibt. Großer Vorteil gegenüber Deutschland, weil in Deutschland ist dann irgendwann irgendwie zu. Aber du kannst auch sonntags hinfahren. Und deswegen sind wir einfach sonntags mal hingefahren und sind in den Laden und haben halt Produkte gefunden, die es in Deutschland teilweise nicht gibt. Holländische als auch importierte amerikanische. Ja. Aber halt alles mal so mitgenommen, was man noch nicht kannte. Vor allem in Sorten, die man noch gar nicht kannte. Ja. Also da scheint Deutschland auch restriktiver zu sein. Also irgendwann irgendwie zu importieren und im Laden zu kaufen, ist hier schwierig. In Holland kriegst du halt alles. Abgesehen davon Dosen ohne Pfand, Kaffee günstig. Oh ja, der Kaffee war ja, Fla haben wir mitgenommen. Den haben wir jetzt allerdings nicht hier stehen. Der ist im Kühlschrank. Den haben wir nämlich schon aufgemacht. Der ist schon weggenommen. Als ob der nicht vernichtet wird. Ja, also tatsächlich gibt es da ein kleines Let's Eat, Let's Test, Let's... Weiß ich nicht, wie man das heißt. Ich hätte am liebsten noch mehr mitgenommen, aber das wäre ein bisschen teuer geworden. Ja, da... Wäre schlecht irgendwie für 50, Ahnung, 100 Euro... Müssen wir irgendwann mal was beiseite legen und mal eine große Shoppingtour machen, weil im Endeffekt kannst du da richtig Geld ausgeben. Und vor allen Dingen die amerikanischen Produkte sind richtig, richtig teuer. Also mal so als Beispiel, den Kaffee zum Beispiel fand ich halt sehr interessant, weil normalerweise kostet der so Melitta oder Jakobs Kaffee bei uns 5 bis 6 Euro. Wenn er im Angebot ist, mal so 3,69 oder 3,89 oder was auch immer, 3,99. Und da kostet er einfach nur 2,89. Was, also als Normalpreis scheinbar, ja, nicht mal im Angebot. Was zumindest, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Könnt ihr drunter schreiben, früher gab es halt eben keine Kaffeesteuer oder Luxusmittelsteuer oder wie immer die Steuer jetzt auch heißt, womit sie hier in Deutschland halt den Kaffee besteuern. Du meinst Mehrwertsteuer? Nee, die ist ja auch drauf. Nee, aber ich habe letztens gelernt, die Mehrwertsteuer geht in zwei Kategorien. Du hast einmal die 7% ja, genau, und einmal die 19%. Genau. Die 19% ist die Luxusgüter-Mehrwertsteuer, die teurere, und die günstigere ist für Sachen, die man braucht. Ja, und on top, glaube ich, gibt es aber auch noch eine Kaffeesteuer. Oder gab es halt, keine Stimmt. Ahnung. Weil es sogar genau, Dienststeuer gibt. Ja, genau, und warum auch die Zigaretten so teuer sind. Die werden auch halt, hat deine Mutter gesagt, wie teuer die Zigaretten waren? Das habe ich vergessen zu fragen, weil ich selbst rauche nicht mehr. Ergo weiß ich das nicht. Ich habe früher nämlich auch Zigaretten halt in Holland halt gekauft. Die haben zwar nach Parfüm geschmeckt, weil die halt super stark parfümiert waren. Ja. Das heißt, du konntest sie nicht rauchen, aber ja, waren halt günstig. Ja, lass mal jetzt nicht so lange quatschen, sondern hier mal essen. Weil ja, essen doch, da muss man quatschen. Ja, Heske, du musst essen, also isst Ach so. Man. Was, ja, möchtest, was möchtest du dann als erstes? Ich weiß es nicht. Achso, kurzer... Nimm mal erstmal sowas, was man schon kennt. Also Haribo ist ja eigentlich auch aus Deutschland, ne? Das weiß ich nicht. Aber kurzer Disclaimer, alle Produkte sind selbst gekauft, Hashtag nicht gesponsert, mit eigenem Geld bezahlt, also von daher Product Placement, ja, nein, ich habe es wie gesagt bezahlt, von daher geile Werbung in dem Sinne. Also es sind zwar Haribo, Kids and Grown-Ups Love It So, The Happy World of Haribo, das heißt ja bei uns Haribo macht kinderfroh und erwachsen ebenso. Genau. Und hier steht es auch auf Holländisch drauf, Haribo mag Kinderin blich, oderin horren ok da bisch. Okay. Also ich kenne die nicht. Also ich kenne, das sind ja hier so Marshmallow-Dinge, wie heißen die? Speck. Mäusespeck. Mäusespeck oder Marshmallow. Ja, nee, die heißen auf Deutsch ja noch anders, aber egal. Und die sind mit Kokos. Und ich liebe Kokos und du magst auch Kokos, deswegen habe ich die ja mitgenommen. Du kannst es die schon? Also ich habe tatsächlich so eine Kiste da von meiner Metro geholt. Ich weiß nicht, ob es dieselben sind. Ich soll sie erstmal die Kamera halten, so ein bisschen näher. Nee. Nee, erstmal sterben und dann wird's scheiße sein. Also riechst du wie Kokos, also als würdest du so ein Raffaello aufmachen. Genau. Die sind pervers. Die sind wirklich pervers. Also tatsächlich, wenn man das jetzt halt so zeigen will, die sind halt so super fluffig und squishy. Riech mal. Achso, ihr könnt ja nicht riechen. Aber die riecht halt auch. Ja. Also extrem. Könnte ich jetzt eigentlich so wegessen, ehrlich gesagt. Also der, wie heißt denn das Scheiße? Heißt, glaube ich, einfach nur irgendwas mit Speck? Süßspeck? Ja, Mäusespeck. Nee, ich kenne das noch anders.
Dann haben wir keine deutsche Packung, um das nachzulesen. Ohne künstliche Farbstoffe, steht übrigens auf Deutsch drauf. Lustigerweise. Produktionsland? Gibt's das irgendwo? Steht das da unten? Irgendwo? Steht ja meistens irgendwie irgendwo drauf. Konnte ich. Belgien. Wir werden in Belgien hergestellt. Aha. The Belgiers. Glutenfrei. Schaumzucker. Ist das übrigens. Ja. Ja, wie gesagt, ich kenn's als Mäusespeck, Amerikaner wahrscheinlich als Marshmallow und da ist jetzt halt eben auch Schabellos Coco Balls. Ja. Ich esse noch einen. Ja, ich will auch mal einen weißen. Hat er gerade einen pinken, glaube ich. Aber schmeckt gar nicht anders. Mhm. Ja, ich hatte immer diese Tüte, diese Zylinderförmige. Mhm. Oder wie heißt das? Heißt Zylinder? Ja. Ja, Trichter, whatever. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich war eigentlich nie so ein großer Mäusespeck-Fan, weil das nach einer gewissen Zeit, gerade die dieser Zylindertüte, die sind so schweinesüß. Ja. Du stirbst einfach irgendwann an Zuckerschock. Ja, wobei ich die echt jetzt aufessen könnte. Also Kokos, weil Kokos die mag. Die sind nicht penetrant süß. Ja, wer Kokos mag und Raffaello mag, GG. Ja, guck nochmal, Aufnahme läuft, ja? Nicht, dass wir jetzt hier umsonst quatschen. Ja, Aufnahme läuft, perfekt. Ja. Dann, einfach weil wir es nebenbei trinken können. Machen wir erstmal eins auf, oder? Und weil es nach Kokos schmeckt. Dann macht man nicht so ein Durcheinander. Ja, die gibt es, glaube ich, auch, gab es auch mal in Deutschland. Ja. Aber die scheinen irgendwie sich nicht gehalten zu haben. Weil jetzt sieht man sie ja, glaube ich, nur noch selten. Höchstens mal. Ich habe sie nicht getestet. Ich wollte immer. Kaufland oder so. Ja, da gibt es auch noch mehr. Es gab noch, was gab es noch? Mars, Snickers, also quasi von jeder Schokoriegelsorte. Kannst du dir davon... Milky Way, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt einfach uns mal entschieden für Bounty, weil wir halt beide Bounty und Kokos mögen. Und Twix mag ich halt. Also, kannst du dich noch erinnern? Es gab da auch Milky Way, nicht mit der Standardfüllung, sondern so mit anderer Füllung, so Dark Chocolate Milky Way. Also es gab da wirklich für alles super crazy Zeug. Und voll, hab ich das hier aufgemacht? Achso. Das muss man wahrscheinlich schon mal schütteln, ne? Ja. Shake well. Jacques Level. Jacques Level. Gut schütteln und Agisenbien. Agitesbien, aber das glaube ich also Italienisch oder Spanisch. Achso, ich habe noch nicht mal hier ein Tuch, falls irgendwas daneben geht, also nicht kleckern. Ja. Boah, ey. Ich hab's mit Fingern hin, kriegst du das nicht auf. Und dann kannst du das hier auch. Ist ja schlimmer als so ein Aktimel, ey. Ja. Ah, du so, könntest ja erstmal so und wir müssen es ja nicht durch den Schlauch da drehen. Durch den Schlauch. Hier, mal riechen. Also riecht karamellig, würde ich sagen. Achso, jetzt hast du das aufgemacht. Ich dachte, hä, riecht nur nach Kokos. Schmeckt. Und wonach? Milch oder eher Kakao? Ja, also, Karamellmilch, Schokomilch. Also hier einfach hier Twix Shake. Ja, ich würde jetzt sagen so ein Karamellshake. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, denn da kann man jetzt wahrscheinlich nicht wirklich viel reingucken. Also ein bisschen sieht aus wie Milchkaffee von der Farbe. Ja, schmeckt auch wie so ein Shake bei Starbucks. Ja, süffig. Also lecker, ich würde es jetzt austrinken, wenn ich ehrlich bin, aber ich will nicht wissen, wie viele Kalorien so ein scheiß Ding hat. Aber jetzt... Kannst du so wegtrinken. Wenn mir jetzt keiner das gesagt hätte, das sind Twix-Drinks, hätte ich jetzt nicht gesagt, nee. Boah, schmeckt nach Twix oder so. Aber ich hätte es dann gesagt, es schmeckt halt wie ein sehr schokoladiger Kakao. Karamell. Ich sag, es schmeckt einfach wie Karamellmilch. Also ja, selbst der Karamellflar hat so geschmeckt, sag ich mal. Mhm. Stell mal bei dir. Ja. Also kriegt auch... Müssen wir eigentlich eine Bewertung machen? Ja, schon, ne? Okay, zumindest was das Beste und das, was das Schlechteste war. 5 Moped-Punkte ist gut und ein Moped-Punkt würde ich nie wieder essen oder ist nicht mein Geschmack. Ja. Nee, das kann man gut trinken, das geht klar. Ja, was sagst du dir? Das ist Standard. Das hat mich jetzt nicht super vom Mocker gehauen, weil ich es eben schon kannte. Okay, ich sage 5 Moped-Punkte und da auch 5 Moped-Punkte. Naja, 3. Weil ich bin eigentlich jemand, der sehr wählerisch ist bei Süßigkeiten, weil ich total süßen Kram überhaupt gar nicht mag. Okay. Also ich vermute auch, dass ich hier bei den amerikanischen Sachen kotzen werde. Kommen wir gleich zu. Ja. Achso, ich soll schon einen Eimer holen. Nee. Wir gehen direkt mal geschmacklich über zu was Kaffeemäßiges. Und zwar das M&M's. Soll ich mal hinhalten? Gibt es die bei uns nicht? Nee, die habe ich bei uns noch nicht gesehen. Heißen M&M's Kaffeenuss. Also im Endeffekt sollen sie halt mit Kaffeegeschmack und Nüssen halt sein. Und da stand halt drin, dass sie tatsächlich aus Amerika importiert sind. Weil auch alles hinten in Amerika oder amerikanisch, naja, es nennt sich auch Englisch, halt draufsteht. Und da gab es ganz, ganz verschiedene Sorten. Und da habe ich einfach mal gedacht, weil sie gerne Kaffee isst, nimmst du mal was mit Kaffee. Das gab es halt auch noch mit Mandel, mit Erdnussbutter. Vor allem, also es ist eine Share Size, das heißt, wir teilen uns die. Hier steht dann einfach so drauf,
160 Calories per Serving. Das klingt so, als wäre das total gut, dass da nur 160 Kalorien drin sind, aber ja, keine Ahnung. Also für amerikanische Verhältnisse ist es wahrscheinlich wenig für eine Süßigkeit, aber sonst. Welche isst du am liebsten von den M&M's, die du bis jetzt kennst? Ich esse gar keine M&M's. Gar nicht. Nee. Also ich mag am liebsten die Crunchy-Dinger, die halt so die mit diesem Crisp-Dings. Was ich halt immer nicht mag, das schmeckt halt wie einfach eine schokoüberzogene Nuss. Und das mag ich nicht. Also wenn, dann esse ich lieber Smarties, weil das sind einfach nur Schoko. Ich esse lieber die M&M's ohne Nüsse. Gibt's ja klar, es gibt die mit Nüsse, die ohne Nüsse und dann gibt es jetzt die Crunchy. Und ich mag bis jetzt die Crunchy am liebsten. Also ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie. Ich wusste gar nicht, dass es M&M's ohne Nüsse gibt. Warum sagt ihr das denn keiner? Klar, es gibt einmal halt die gelben und ich glaube, das sind die mit Nüssen. Schreibt es mal runter. Und die anderen sind die ohne Nüsse und die blauen sind die Crispies. Ja, das riecht jetzt einfach nur noch M&M's. Weil M&M's haben irgendwie immer denselben Geruch. Halt so. Das riecht jetzt nicht spannend. Wie der so nach Muffelfüße. Es gibt einen hellen. Einen hellbraunen. Sieht aus wie Hasenkekse. Ja, das sieht man, glaube ich, und ganz kurz. Und schwarz. Noch mehr gibt's nicht. Drei verschiedene. Ja, also ist die da mal. Oder gibt's da überhaupt einen Unterschied? Boah. Oder ist es wie bei Smarties? Die sind immer rund und schmecken alle gleich scheiße. Das schmeckt man. Also du magst auch keine Smarties. Doch, ich mag Smarties. Ja, ich nicht. Also aber nicht so in Mengen. Aber nee, halt dann lieber M&M's. Kennst du diese kleinen Packungen noch von den Smarties? Ja. Ja, die fand ich mal geil. Weil da hast du eine gehabt, machst du rein, fertig. Ja, aber jetzt könnte man die Frage stellen, hast du schon mal Skittles gegessen? Sind Skittles dasselbe wie Smarties? Nee, Skittles ist doch Früchte. Echt? Das ist ja so eine die habe ich noch nicht gegessen. Fruchtgeschmack überzogen. Das ist immer voll weird. Also. Was ich tatsächlich dann lieber esse, wenn ihr grundsätzlich solche Möpse mögt, Malteser. Die sind auch außen schokoladig, innen karamellig mit so Malteser Crisp. Also, oder Hafer Crisp oder so. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Also, ich muss sagen, die sind ohne Nüsse, oder? Da sind Nüsse drin. Ja? Oder? Ja. Ich hätte gesagt, das ist jetzt wie ein Smarty. Aufgrund meines alten Gebisses würde ich jetzt ungern eine halbieren, weil es auch mal halb rein. Wenn der Zahlungsdienst gleich kommen muss. Du musst die Gewalt weiß essen. Ich merke wirklich ein bisschen anders. Ja, so ein bisschen Nuss gefüllt, aber keine ganze Nuss, eher so... Die schmeckt nussiger. Ich glaube, da ist eher eine Nuss drin als bei den anderen. Also ich merke dadurch, dass ich immer sehr picky war, was Süßigkeiten angeht, habe ich vieles verpasst, weil das konnte ich jetzt wieder essen. Oder mein Geschmack hat sich wieder verändert. Sie wird süßer, nicht an mir, ich bin ja auch süß. Nee, das ist ja nicht super süß, finde ich, das geht noch. Ja. Ich habe deine aufgegessen. Schmeckst du jetzt aber den Kaffee raus? Da ist nur eine ganz leichte Kaffeenote drin. Bei der schwarzen nur. Mhm. Bei der hellen und bei der hellbraunen merkt man das nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Kaffee mich so instant anspricht. Da kann ich jetzt den Victor machen und sagen... Nee, du hast die schwarze nicht gegessen. Ess mal die schwarze. Die schmeckt wirklich nach Kaffee. Hm, scheiße, Mann. Da sind nur helle drin. Ja, wie gesagt, einfach jetzt halt, ne? Ich meine, das kennt man ja, glaube ich, einfach. Also ich würde, glaube ich, eher die schwarzen essen und du als Nicht-Kaffeetrinker wahrscheinlich eher die weißen, weil die mehr nach weißer Schokolade schmecken. Nee, ist aber angenehm, kann man essen. Hm. Und natürlich auch mit M&M-Zeichen. Ja. Wobei, musst du dann nicht über zwei essen, weil du isst ja sonst zu M's. Ja, es sind ja aber drei drin, dann heißt es ja M, und M. Ja, aber du isst ja immer nur eine, also isst du immer nur ein M. Oder muss man immer zwei essen, wenn man sonst gegen eine Genfer Konvention verstößt? Man könnte jetzt aber nochmal den Slogan testen. Hä? Kennst du den noch? Schmilzt im Mund, nicht in der Hand. Also im Endeffekt war das ja der Slogan, dass sie halt nicht in der Hand schmelzen. Also die hellbraunen schmecken mir nicht. Aber ich glaube, ich würde nur die dunklen essen hier. Hm. Auf Dauer zu süß. Zu süß. Ja, jetzt merke ich es auch langsam. Ah! Willst du mal entscheiden? Ist ja egal, irgendwann weitermachen. Weitermachen! Nicht nachdenken. Okay, wir nehmen mal die Ding-Dongs. Ich glaube, das sind so typisch amerikanische Ekelhaftigkeiten. Willst du mal die Kamera halten? Mhm. Die heißen einfach nur Fatsch. Ich weiß nicht, wer da glaubt. Wir müssen uns auf weiße Schokolade mit sehr viel Creme, also sehr viel Sahnecreme und Zuckercreme einfach. Einfach Zuckercreme wahrscheinlich einstellen. Ich hoffe, da sieht man so einigermaßen. Ich sehe es jetzt nicht, ich habe keinen großen Monitor. Und die sind von Hostless, scheinbar eine typisch amerikanische Firma für Süßigkeiten, weil die Twinkies, die guten alten Twinkies, sind von derselben Firma. Ja, also quasi unser Nestle oder so. Hätte ich jetzt White Fudge Covered Golden Cake with Creamy Filling. Ja, Creme-Füllung. Das sind immer Creme-Füllung. Ich glaube, Hummertuch. Ich
dachte mir schon bei denen, die sind bestimmt richtig pervers, dann wollte ich die auch noch haben. Das schneiden wir dann gleich raus. Wollen wir uns einen teilen? Ja, bitte. Oh. Ich glaube, davon stirbt man, wenn man davon zu viel isst. Das sieht irgendwie schon gar nicht. Riech mal. Das riecht irgendwie eklig. Ja, es riecht irgendwie nicht nach Essen. Nee. Das ist irgendwie so ein Kosmetik-Touch. Biskuit-Teig. Wie bei so einem. Wie heißt das? Wie heißt das nochmal? Yes-Törtchen. Mhm. Alter, also, das klebt total. Das klebt, ja. Aber es geht. Also, ich würde jetzt zwar nicht erkennen, was sie mir da für einen Geschmack andrehen. Ich weiß nicht, wonach das riecht. Das riecht irgendwie nach. Kennt ihr noch die. Habt ihr euch irgendwann mal rasiert mit tatsächlich Rasierpinsel und so einem, ich nenne es mal, er sieht aus wie so ein Deo, wo du mit diesem Pinsel über diesen Deo-Stick rollst, dass der Schaum entsteht? So riecht das. Es ist nicht einfach nur Natrium. Aber es geht, es geht. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber ich weiß nicht, was es für einen Geschmack hat. Ja, irgendwie. Irgendwie süße, weiße Schokolade. Vielleicht. Ja, gefüllt mit irgendwie Creme drin. Biskuit. Die Creme hatte ich jetzt aber nicht. Wo kommt denn die Creme? Klar, die Creme habe ich noch gar nicht gehabt. Ja, schmeckt nicht schlecht, aber schmeckt undefinierbar irgendwie. Ja. Das heißt, also wie ein sehr süßes, sehr vanilliges und sehr weiße Schokolademäßiges Yes-Törtchen. Ja. Kann man essen. Ja, muss man aber nicht. Achso, jetzt haben wir gar keine Punkte gegeben. M&M's, würde ich sagen 3 Punkte. Ja, bin ich auch dabei. Und beim Ding Dong ist mir zu süß. 2 Punkte, hätte ich jetzt gesagt. Isst du es auf? Willst du noch? Nee. Er liest auch dein Tuch. Schmier ab. Ist halt einfach ein bisschen. Ja, kann man essen. Ich sag mal, wenn da irgendeiner vorsitzt, ist das okay. Aber das wäre jetzt nicht, was ich glaube ich nochmal kaufen würde. Wo ich sage, das hat mein Leben jetzt bereichert. Also, wenn du so einen richtigen Zuckerschock brauchst, dann kannst du es gerne holen. Und dann stirbst du. Elendig. Du hast ja auch bei mir schon mal die Dinger probiert, die ich von der Tanke geholt habe. Diese großen, schwarzen, dicken Keksdinger, ne? Mit der weißen Füllung. Da esse ich lieber die, weil die halt eben so ein bisschen herber sind. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie heißen die denn? Boah, ich weiß nicht, wie die heißen. Die kriegst du an jeder Tankstelle. Das sind halt so runde Dinger. So dick ungefähr. Und außen, wie gesagt, dunkle Schokolade mit so einem dunklen Teig. Und innen ist halt eine super süße Vanillefüllung. Ja, nee, die fand ich auch, glaube ich, auch eklig. Da würde ich lieber sowas essen. So, jetzt gehen wir mal zu was Perversen, was wir eigentlich beide nicht mögen. Peanut Butter Cups. Aber ich wollte sie mal holen, weil das sind diese typischen Reese. Das ist ja gleich. Reese's, genau. Ich darf auch nicht quietschen. Rausgekattet. Nein. Aber in weiß, weil Markus mag ja weiße Schokolade. Die gibt es ja in 1000 Variationen. Wir könnten auch einfach mal ein ganzes Video nur mit Reese-Produkt machen, weil da war einfach eine ganze Wand voller Reese-Produkte. Auf der Rückseite nochmal Reese-Produkte. Also, das ist so, glaube ich, die amerikanische Peanut Butter-Perversion. Soll ich jetzt mal? Ja. Ja. Die kommen auch direkt aus Amerika? Ja, das ist. Das finde ich halt lustig. That's American. Die, zeigen es tatsächlich auch direkt in den Regalen, dass das halt eben steht dann dran, imported from America oder United States halt. Gesehen. Ja, klar. Das fand ich halt sehr lustig. Also ja, ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Ich will die Kokosdinger weiter essen. Die sind halt nicht zu süß, finde ich. Also im Gegensatz zu dem kannst du mir nicht sagen, dass der Mäusespeck süß ist. Nee, das stimmt, das stimmt. Also, der war da eher dezent. Da wollte ich gerade sagen. Warte, was ist das für eine Verpackung? Hallo? Wir haben Glück, dass es jetzt nicht mehr so warm ist. Ich glaube, das wird uns alles wegschmelzen. Ja. Ist das jetzt Schokolade? Was ist das? Keine Ahnung. Peanut. Oh Gott, ja, ich riech schon die Peanut Butter. Das riecht mega nach Erdnüsse. Oh, heftig. Das stimmt. Also deutlich mehr Erdnüsse als jetzt halt. Es ist halt in so einem kleinen, wie sagt man das so? Pralinen. Scheiße, wie heißen die denn? Da gibt es auch einen Namen. Die kann man sogar kaufen, wenn man sich extra sowas macht. Boah, ja. So, Servierhäubchen. Ja, Muffin-Däckchen, ja. Häubchen, Sesselchen. Und tatsächlich aber es ist halt einfach in weiß. Festen Form. Weiße Schokolade, ja. Wobei hier unten siehst du den Popo. Ich hab's abgerissen. Okay, ist das hart oder weich? Kann man da reinbeißen? Du siehst, ja, aber du siehst da, glaube ich, die Erdnuss in der Mitte. Warte mal, ich mach mal einen Test. Oh. Oh, oh. Hm. Okay. Okay. Hm. Sieht man das so? Ja, noch so ein bisschen. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, würde ich gerne mal Salted Caramel probieren. Habe ich noch nie. Und das ist echt
Lecker. Also schmeckt besser als die Erdnussbutter, die ich mal probiert habe. Also es ist halt die Süße von der weißen Schokolade, die wahrscheinlich in Amerika sehr viel süßer ist als unsere. Und in der Mitte hast du halt so eine sehr feste, Mürbeteig-ähnliche. Ja, so eine sehr feste Erdnussfüllung, die salzig ist. Das heißt, du hast wieder diese, ich sag mal, Perfektion aus süß und salzig. Weil, ja, richtig salzig. Sowas wie eine schoko-ummantelte Brezel. Die ist ja auch salzig und süß und das schmeckt eigentlich voll geil. Heftig. Ich glaube, wir hatten falsche Vorurteile. Also müssen wir Ben & Jerry's Salted Caramel doch mal probieren. Ich nicht. Ben & Jerry's finde ich furchtbar. Aber ich krieg sie noch dazu. Es gibt ja bestimmt auch noch andere Salted Caramel Sachen. Aber ich fand es auch nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist bei mir dann jetzt eine 4. Weil es überraschend gut schmeckt, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. 4, ja. Ich glaube, wenn ich mehr davon als 1 esse, würde ich kotzen. Merke ich jetzt schon. Dann hast du aber immer bei süßen Sachen, dass du dir davon halt nicht den Bauch vollschlagen kannst. Oder du machst es, aber überfristig und willst es dann im Leben nie wieder essen. Ja. Deswegen sollte man vorsichtig sein und alles, was halt gut schmeckt, in Maßen genießen. Ja. Nee, ich bin positiv überrascht. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt für mich das Ekligste. Weil ich wirklich eigentlich kein Erdnussbuttermensch bin. Ich hatte mir einmal so ein Glas geholt als Brotaufstrich. Wie man halt eben Nutella oder Marshmallow-Creme halt nimmt. Das fand ich dezent eklig auf dem Toast. Das war halt einfach nur eklig süß. Das war jetzt eher Erdnussherb, wie man halt Erdnüsse kennt, die man so aus der Tüte isst. Ja. Und salzig. Ja. Ich meine, das ist so salzig. Hm? Ja. Der Speichel. Das verdaut alles. Nee, kann man machen. Ich hole mal einen Mülleimer. Ah, sieht man also irgendwie. Boah, ich merke aber jetzt schon ein bisschen Ekel wieder am Magen, also. Wir machen es echt nicht so Süßigkeiten. Ach, ja gut, damit habe ich keine Probleme. Aber du musst jetzt aber durch. Ja. Yeah. Bis zum Kotzen. Wollen wir immer was. Das schneiden wir einfach nicht raus. Wenn wir schon mal salzig sind, wollen wir dann nochmal was anderes Salziges probieren. Was ist das? Das habe ich genommen, weil als wir in der Chipsabteilung waren. Hot Krokantjes! Gelette ist da, die ist hot. Also eigentlich sind da gemittelte Födingswade drin. Was? Hot Krokantjes, also scharf. Und krokant halt. Also quasi das, was mich tötet. Ist gar nicht scharf. Ich hab heute nicht scharf gegessen. Vivi, ist nicht scharf. Ich sitz da und sie ist nicht scharf. Ja, wenn es aus der Nase läuft und aus den Augen, dann machst du alles richtig. Hot Krokantjes, was immer das auch ist. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen sehen. Vielleicht nicht, ich glaube eher nicht. Krokant ist ja eigentlich auch was Süßes. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch süß ist. Oder ob das einfach nur salzig ist. So ein Chips. Ersatz. Oh, das ist ein sehr fester Packung. Ich hab ein bisschen Angst. Riecht nach Chemie. Also nicht unbedingt nach Essen. Okay. Aber auch nicht intensiv. Du weißt, fast eher so eine Fleischnote hat. Also nicht, ist nicht scharf. Ich muss nochmal auf der linken Seite einessen. Also die Konsistenz, ohne jetzt erstmal zu kauen, ist schon mal merkwürdig. Nö. Erinnert mich schon ein bisschen an so... Erdnussflips. Nee, so ein Puffreisriegel, aber so einen etwas älteren. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, eine Mischung aus Erdnussflips und Reis. Also Reischips. Also Reiswaffeln meine ich. Aber vom... Wobei ich mir vom Geschmack nicht sicher bin, ob ich auf dem 100-Leckerli rumkaufe. Hä? Ich finde die eigentlich jetzt gar nicht so bad. Ja, aber es schmeckt so undefinierbar nach irgendwas. Also ja, es ist schon eine gewisse Würze drin, aber ich sag jetzt nicht auch... Also es ist nicht wirklich scharf. Wobei, vielleicht wenn davon jetzt 10 Stück ist, wird es immer schärfer. Ja. Also es ist schon eine Grundschärfe da. Wie jetzt gesagt, das sieht auch ein bisschen aus wie so ein sehr angebratener, Backofen ausgetrockneter Schwimm. Ist mal was Tolles. Ja, aber ist jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, mal am Abend, boah, ich habe jetzt Hunger auf hot, krokantes, glattes des Ressort. Oh, ich glaube schon. So heißen die. Ich würde gerne mal wissen, was das heißt. Ich glaube, das müssen wir mal googeln, was wir da überhaupt gegessen haben. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist ja wirklich Schrimps drin. Ja. Also, das steht eigentlich Special Nuts drin. Und hier sind ja auch Nüsse abgebildet.
Also es wird eine Mischung sein aus ganz vielen Nüssen, weil wie so ein Studentenfutter, da sind Erdnüsse drauf, Macadamia, wie heißen die länglichen Paranüsse oder so. Die Nüsse halt alle so heiß in so einem scheiß Studentenfutter. Keine Ahnung. Ja, also eher auch für mich unspannend, eher eine 2. Eine 3. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Ist schon lecker. Ja, jetzt haben wir noch die Twinkies. Also hier die Twinkies. Und das, was ich ausgesucht habe, weil ich das interessant fand. Eher Schoko oder eher eklig? Ne, das ist das andere zum Schluss. Erstmal Schoko. Ja. Okay. Papagena Fine Bakeries Mürbeteig-Gebäck mit Haselnuss-Creme-Füllung. Allein, dass es ein Mürbeteig ist, weil eigentlich Mürbeteig kenne ich von Plätzchen nur. Ja, und Cookies, glaube ich, haben auch Mürbeteig, oder? Mittlerweile gibt es ja sehr viele Cookies von verschiedenen Firmen, egal ob das jetzt Milka ist oder hast du nicht gesehen. Ich glaube, das ist Todes auch hier. Mürbeteig. Ja, das ist Mürbeteig, steht hier. Na, deutsche Text. Steht kein deutscher Text drauf, oder bin ich dumm? Naja, wenn es vorne drauf steht, wird es hinten auch draufstehen. Oder an der Seite. Oh, ja. Mürbel, Zutaten, Haselnusscreme als alles. Zucker. Ja, lass mal probieren. Ja, soll mal Kamera halten. Achso. So, so. Ich mache immer nicht ganz so nah. Wird man ja so ein bisschen erkennen. Ja, keine Ahnung, ob es die auch in Deutschland gibt, aber wenn Name Deutschland damit draufsteht oder so, wird es wahrscheinlich auch in Deutschland seine Sprache sein. Steht als erstes, ja. Aber habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Nee. Aber findet man auch eher dann wahrscheinlich seltener. Achso, die sind ja relativ klein. Ja. Ich dachte, die wären halt groß, aber die sind ja voll so kleine Mopeds. Kannst ja, da musst du ja noch nicht mal quasi abbeißen, die kannst ja dann in einem quasi. Ja, das ist ja meistens das Beste, ne? Sieht jetzt schon mal sehr schokoladig aus. Ich merke, dass es scharf war, aber meine Nase wieder anfängt zu laufen. Immer wenn es scharfes Essen gibt, läuft meine Nase. Oh! Mmh, wirklich lecker. Ja, sehr nach dunkler Schokolade. Ja, so wie so ein Keksteig, ja. So ein Schokokeksteig. Ja, und wie gesagt, da sind sie relativ. Wow. Ein kleiner brauner Fladen. Ja, ich breche den jetzt mal durch. Ja, ich breche ihn auch durch. Oh, das geht noch nicht so gut. Ja. Ja, gut, da sieht man jetzt aber nicht wirklich was drin. Schokofüllung. Mhm. Haselnussfüllung. Mhm. Ja. Ist halt trockener Mürbeteig. Ups. Mit Krümeln. Ja, sehr krümelig. Sehr krümelig. Also eher so ein Gebäck, was ich jetzt zu Kaffee und Tee anbieten würde, weil sonst ist es zu trocken. Fällt für mich auch in die Kategorie ist okay. Kann man essen, ist eine 3, aber auch nicht mehr. Ist jetzt wirklich nicht so. Wer Schokolade mag, voll geil. Ich liebe Schokolade. Du magst eher weiße Schokolade. Du bist nicht so der Schokoladenschokotyp. Du nimmst ja auch einen Vanilleshake. Ja. Also tatsächlich genommen. Ich bin ja jemand, der nur Schokolade isst. Ja. Schokopudding, Schokoeis, Schokoshake. Und dafür, wenn ich gerade noch irgendwas kenne von früher, was so ähnlich ist. Ja, also wenn jetzt mal jemand zu Besuch kommt zum Kaffee, dann würde ich das. Also es geht in die Richtung vom Geschmack, die Cookies, die du jetzt kaufen kannst, und Brownies. Stimmt, ja, wie so ein trockener Brownie oder Muffin. So ein richtig trockener Muffin. Auch noch, ja. Ja, den, wo sie vergessen haben, die Schokostückchen reinzumachen oder der nicht mehr zu saftig ist. Also Kekse von gestern. Ja, da gefallen mir tatsächlich die, die hellen von Milka zum Beispiel besser. Willst du die nicht wieder reintun? So. Sonst rocken die ja noch weiter aus. Ja, vielleicht kommen die gar nicht mehr aus. Vielleicht bin ich mal also, reicher. Also, da würde ich sagen, lieber die Milka-Kekse für mich. Ich weiß nicht, wie ich die da wieder reinmachen soll. Ja, ist halt wie ein Kondom. Einfach drüber ziehen. Ja, kann ich nicht. Die Plastikverpackung ist so dünn. Soll ich halten? Ja, halt ihn mal. Ja, jetzt reingedrücken. Ja, rüberstreifen. Genau. Schön. Nicht mit den Fingernägeln. Hä? Ich hab da keine Fingernägel. Ja, jetzt das teuerste quasi, ne? Ja, ich habe hier noch so ein kleines Zitat, dass du das gegessen hast, genau. Mama gehabt. Das war quasi Giotto. Da gab es quasi No-Name-Giotto von irgendeiner Firma. Das heißt die haben, happy. Es ist genau, happy. Es ist ein sehr glückliches Spiel. Genau so geschmeckt. Ja, damit brauche ich ein Problem. Jetzt kommt die. Ich habe Angst. Ich auch. Oh, guck mal. Da waren nämlich, wie gesagt, auch super die viele. Die Kekse meinte ich.
Ja. Die gibt es an der Tanke als No-Name. Ja, siehst du, dann hast du die wahrscheinlich auch von Hostel. Ich weiß nicht, von wem die sind. Alter, guck mal, was für Perversion ist hier. Wir müssen echt mal ganz viele von diesen Twinkie-Sachen haben. Übrigens, ne, die importierten Sachen, die richtig teuer waren, 8 Euro. Ich glaube, ich würde mir nie sowas für 8 Euro kaufen. Deswegen musste ich es tun. Ja. Also die ganz anderen Sachen waren alle Normalpreis. Ja. Das war okay. Also da habe ich jetzt auch echt überlegt, ob ich es mal mitnehme. Ja, komm, für ein Video, dann haben wir einen Doppelnutzen. Ja. Ich kenne ein paar andere Sachen, die 8 Euro gekostet haben, aber... Stand dann halt eben amerikanisch importiert, das mir macht die Packung nicht kaputt, ich halte sie gleich nochmal in die Kamera. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, für so einen Spaß kannst du es mal mitnehmen, aber so als Normalmensch mal 8 Euro für das ausgeben... Woher kennt man Twinkies? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe es vorher noch nie gehört. Also der bekannteste Film, meiner Meinung nach, ist hier dieser eine Zombie-Film, Zombieland. Also es hat Zombieland. Schatz? Nee, kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Der eine Protagonist liebt seine Twinkies und ist ja quasi schon nach der Apokalypse und dann gibt es kaum noch Twinkies und bla bla bla. Ja. Ja. Und es steht halt drauf, Golden Sponge Cake with Creamy Filling. 10 individually wrapped cakes. Und wie gesagt, stand bei aus Amerika halt importiert. Und hinten, die hatte den Keks da, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, den da, den meinte ich da. Gibt's an der Tanke. Findest du inkompetent? Ja. Also, wow, es klebt schon an der Verpackung. Ich würde jetzt sagen von, Mann, also die Verpackung ist scheiße, die würde sich in den Arsch schieben. So, jetzt kommt die These, ist teuer wirklich lecker? Boah, kriegt das da nicht raus. Was ist das? War das schon lange in der Sonne? Das ist halt sehr feucht. Erinnert mich so ein bisschen an so spanische oder portugiesische Gebäckstangen, die halt auch so mit Vanillefüllung, die es gibt, die auch so super feucht sind. Also es ist halt richtig, wenn du das jetzt auf ein Tuch legen würdest, würde das einfach durchsiffen. Weil es halt einfach so feucht ist. Und? Der Gesichtsausdruck sieht immer nicht so gut aus. Also das Drumherum finde ich, war glaube ich ganz lecker. Also, das Drumherum ist halt Biskuitteig. Ja. Und ich glaube, wer, ja, solche Muffins, solche... Nee, lass mich mal bitte ausreden. Wer Tiramisu mag, der kennt das ja. Und der mag wahrscheinlich auch Biskuit. Aber die Füllung, Alter, was ist das denn? Leck mal nur die Füllung an. Oder? Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Das schmeckt so künstlich. Mhm. Also es schmeckt weder nach Vanille, ich find's eklig. Noch ist es Marshmallow, es ist irgendwas, was ich nicht kenne. Keine Ahnung, keine Sahne, kein... Also... Nicht näher definierbar. Ich mag jetzt solche Schaumküsse, ne? Schaumküsse, richtig geil. Die weiße Füllung von Schaumküssen, boah, mega. Aber das... Aber wie du schon sagst, das außenrum schmeckt besser als die Füllung. Ja. Die Füllung könnte besser sein. Ja. Würde ich auch nur 3 sagen. Eins. Kann man essen, nee, aber eins. Vielleicht gerade jetzt in Betracht des deutschen Preises oder des Euro-Preises. Ich weiß nicht, ob es in Amerika genauso ist wie bei uns, aber was bei den Zutaten als allererstes steht, ist meistens auch als meistes drin. Und hier steht der Zucker als erstes. Ja. Und dann sogar erst Wasser. Fortified Wheat Flour. Also es heißt Fortified nicht sogar noch behandelt oder so ein Scheiß? Boah. Contains Niacin, Iron, Thiamin, Alter, ist dann... Ja, Soja-Ei-Milch, ja. Nee. Kann man essen. Die würde ich irgendjemandem, wenn er zu Gast ist, um mich zu quälen. Können wir aufheben. Pasi und Nico kommen ja bald, also von daher ist schon mal für die Ernährung halt gesorgt. Die kriegen die ganzen Reste. Ich hole noch mal die, oder ist da noch was drin? Nee, da ist nichts drin, ne? Nee. Das war's. Nee, ja nicht ganz. Was haben wir denn noch? Jetzt kommt ja noch mit was irgendwas. Haben wir aber auch schon angebrochen. Ja, ich meine Hunger.
Die kommen tatsächlich aus Holland. Die gibt es auch hier in Deutschland, die Chips. Also dementsprechend keine Seltenheit. Aber es gibt halt... Oh, ist falsch rum. Ich würde gerade sagen, es ist falsch rum. Was hier in den Boden gehört. Solche Party-Lays. Also quasi Lays in kleinen Tüten in so einem Partysack mit vielen verschiedenen. Und Lays wieder kommt ursprünglich aus Holland. Ich finde übrigens, das aussieht wie eine riesengroße Windeltüte. Ja. Wenn du Windeln im Shop kaufst, irgendwie... Da sind dann halt eben... Keine kleine Windeln. Tüten drin. Was Nibbles, hätte ich auch fast die Nibbles-Sticks, aber da dachte ich mir, die ja, ganz normal essen. Natural. Also Cheetos sind ja, glaube ich, in Amerika, oder kommen sogar aus Amerika, glaube ich, weil da machen die teilweise richtig Burger und sowas mit Cheetos und so. Wo mache ich die anderen raus? Achso, alle. Ja, ich habe das halt gesorgt, dass du das gerade gesagt hast. Also ich habe letztens die, wie heißen die Tornados? Bugles. Das sind halt naturell, ganz klassisch. Ja, so eine Kartoffelchips, die klassische Kartoffelchips. Genau, mit Paprika. Nicht. Davon von Lay's schmecken unter anderem sehr gut die Sour Cream and Onion. Mhm. Die kann man ganz gut essen. Nochmal Paprika. Nicht Wugels, da haben wir jetzt Wokkels oder wie immer die auch heißen. Keine Ahnung, habe ich bei uns auch noch nicht gesehen. Das sind einfach Spirulina-Nudeln. Ja, aber die habe ich jetzt mit nochmal die Nibbles. Nochmal Nibbles, okay. Da haben wir was? Hamkas? Hamkas Mini, das sind irgendwie diese Gitter. Ja, das sind die Bugles. Die gibt es auch bei uns. Das sind halt diese, ich nenne es mal Eiscreme-Törtchen. Ja, ich nenne die mal Tornados. Ja, oder Tornados, genau. Das waren jetzt diese Hamkas. Ich nenne die mal Tornados. So ich habe die vorher aber nicht mit Nacho-Cheese gegessen, sondern also auch mit so einem Paprika-Flavor. Und die schmecken aber irgendwie genauso. Paprika, da haben wir nochmal diese komischen Spirellis. Also davon ist schon eine Tüte weg. Nochmal Bugles. Oh. So. Gibt's von jeder drei? Und nochmal die Hamkas. Steht drauf. Nee, nicht alle. 2, 3. Ja. Also. Aha. Ja, ist ganz niedlich, ne? Kann man irgendwie so. Also da sieht man auch nochmal, was halt dabei ist. Es ist halt so eine Kombitüte und wer hat die kriegst halt hier nicht und da ich lace halt. Was kostet? Boah, die war gar nicht so teuer. Irgendwie 4 Euro oder so. Die ging eigentlich. Ja, kann man eigentlich, wenn man so sagt, auf Arbeit mal was mitnehmen, jeden Tag so eine Tüte als kleiner Snack für zwischendurch oder sowas? Das habe ich tatsächlich, ohne Witz. Da war ich schon Chips-addicted. Ja, warst du mal nicht Chips-addicted? Ja, aber da hat es angefangen. Auf unserem Gymnasium, Leibniz-Gymnasium in Gelsenkirchen-Buer, gab es solche, was sind das, 80-Gramm-Tüten? Nicht mal. 27-Gramm-Tüten, whatever. 80-Gramm? Für er hat Ahnung von Gewicht, Leute. 80 Cent. Beziehungsweise 80 Pfennig. Damals war es noch, als ich in der Schule war, D-Mark, nicht Euro. Da habe ich 80 Pfennig jeden Tag in der Schule ausgegeben für so eine kleine Tüte Chips und habe mir die in der Pause geholt. Andere haben sich halt so Cola-Kracher geholt oder Fruchtdrops. Und ich habe mir da halt eben schon Chips geholt. Ich mochte halt da schon lieber eher das herzhaft Salzige als irgendwas Süßes. Hast du mal gegessen? Nee. Die mag ich. Ganz nett. Moppets. Da hat man nicht das Gefühl, man isst einfach nur Fett in sich rein. Weil ich finde, bei normalen Kartoffelchips habe ich das Gefühl, ich esse einfach nur dieses frittierte Fett, was da dran klebt. So. Das ist total also bei denen hätte ich jetzt ehrlich gesagt, bei diesen Dingern hätte ich eher das Gefühl, weil die so luftgepufft sind und da ja, irgendwie... Ja, luftgepufft ist geil. Ja, aber das fühlt sich noch fettiger an. Pombeeren. Alter, Pombeeren sind so ja, geil. Die finde ich auch super frittiert, muss ich sagen. Dann lieber ganz klassische Chips frisch ungarisch. Nee. Die sind cool. Ich bin der gepuffte Typ. Ich mag ja auch diesen süßen Puffreis da. Hm. Ja, weiß ich nicht. Nee, ab und zu ja, aber so dauerhaft eher klassische Kartoffelchips. Boah, halt ein Kontrast. Das stimmt, ja. Das Bounty wollen wir nicht mehr probieren. Das was? Bounty. Ach so, boah, willst du das heute noch machen? Weil ehrlich gesagt haben wir jetzt hier noch die Hälfte drin. Ich bringe den ja sowieso weg. Yeah, dann platze ich und werd dick. Die werden wir sowieso nach dem Video hier. Ja. Was wir auch machen könnten. Wir machen quasi nochmal Aufnahmen. Die können wir ja dann, bevor wir das Video hochladen, wenn die jetzt kommen. Mhm. Also wir machen die Kamera an, geben Nico ein, geben Pasi ein und filmen quasi die Reaktion von den beiden, bis die alle sind. Also jeder Besuch kriegt nochmal Twinkies und jeder muss sagen, wer die findet. Halten die so lange? Ja. Ja gut, die waren ja die... Ist Zucker und Kunst. Ja, die waren ja eh separat eingepackt. Die gehen, die waren ja eh eingeschweißt, keine Ahnung. Gibt es überhaupt Verfallsdatum in Amerika oder ist es eher so ein Witz? Das ist eine gute Frage. Guck drauf. Was steht da? Suche. Boah, sehe ich nicht. Nein, es gibt ein Hostess Quality Commitment. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es wie amerikanische Militärkriegste bis 2500. Ich habe wirklich kein Verfallsdatum drauf. Oder sind wir zu blöd zum Lesen und das heißt, irgendwas wird verfallen? Nee. Nee. Das ist ja netto. Wait.
Und das ist der nette Wert in anderer... Ja, genau. Wofür steht das Gewicht OZ? Us? Keine Ahnung. Ja, das ist genau wie mit Meilen oder Fuß. Ja, das ist halt für uns... Fucking America, ey. ...metrische Menschen halt nicht zu verstehen. Also da steht eine Uhrzeit. Es ist bis 19.14 Uhr haltbar, aber der Tag steht nicht da. Ich glaube eher, dass das der Tag der Herstellung ist tatsächlich. 6.06.2100. Ich weiß es nicht. 21.000 Euro, Schatz. Nein, das ist einfach nur eine Charge, wann das produziert wurde. Damit man Chargen aussortieren kann, falls irgendwas ist mit der Charge. Nee, ich glaube, sowas wie Verfälschung von Nehmen gerade nicht. Storage Instruction. Store this product in a cool, dry place away from direct sunlight. Nee, steht da nicht. Wäre ich jetzt fies, wenn ich sage, die Chips kriegen 5 von 5? Ja, sind halt Chips, ne? Schon okay. Also das war mein Highlight. Die würde ich gerne selber essen. Also tatsächlich überraschend, muss ich sagen, waren die Peanut Butter Dingens. Ja. Das hätte ich echt nicht erwartet. Da hätte ich eher so eine 1 oder 2 mit Ekelfaktor getippt. Aber im Endeffekt war es mit 4 für mich unter anderem überraschend das Beste. Weil ich jetzt sagen würde, wenn wir jetzt wieder nach Holland fahren, würde ich jetzt nicht sagen, lass mal doch mal mitnehmen. Doch, würde ich. Ich würde andere Sorten probieren. Ja, irgendwas aber halt. Aber nicht genau. Ja gut, dasselbe ist halt langweilig. Aber irgendwas halt nochmal mit Karamell oder so. Erdnussbutter, Entschuldigung. Ja. Also Hostess Quality Commitment. At Host Test, we care deeply about our customers and are committed to providing you with quality bakery products. We welcome your comments. Hast du die roten schon mal probiert? Ja, die sind schärfer. Ja, Gott. Heißt Nibbles? Nibbles nicht? Nee, Lipstick. Nee, weiß ich nicht, es sieht halt eben schon aus doch, irgendwie Nibble? Wie Pepperoni. Also ein bisschen. Nein. Also nächstes Mal nehmen wir irgendwas von den anderen ekelhaften Dingern mit. Was sagt man in die Kamera? Ah, hast du Strom, ne? Mhm. Was ist das denn hier? Glaub, aus dem weißer Hundekuchen. Und ein halber Donut? Ja. Ein Hundekuchen. Das sieht irgendwie aus wie eine Kaffeebohne oder wie eine Vagina. Wow. Oder ein ganzer Donut. Also eine richtig braune Vagina. Wow. Ja, den hier würde ich vielleicht mal probieren, weil der sieht super aus wie... Nesthörtchen. Früher mochte ich Nesthörtchen total, aber irgendwie habe ich mir die auch irgendwann überfressen, glaube ich. Gibt es die eigentlich noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen? Nesthörtchen, ja. Ich glaube, da gab es auch mal irgendwas mit schwarzer und weißer Schokolade. Aber die wurden nicht abgelöst von Milka Tender, ne? Weil es unterschiedliche Firmen sind. Nee. Ja, schön! Das schmeckt mega wie Milka Tender. Milka Tender ist auch super eklig. Nee, Milka Tender Milk ist geil. Nee. Und da ist der Biskuit-Teig auch schon so in die Richtung. Nee, aber da ist das Innere definierbarer. Da schmeckt das Innere eher, weiß ich nicht. Du weißt nicht, ob es Absichtflüssigkeit ist oder Vanillecreme. Überleg gerade, ob Lay's das war. Die so übertrieben ihre Mogelpackung erweitert haben. Ich hatte doch von Chips erzählt. Hm? Sind die Lay's-Chips, diese normalen, auch so in so einer länglichen Packung? Nee. Da muss irgendein anderer Chipsanbieter. Irgendein Chipsanbieter hat seine Chips da in dieses Servier-Ding gepackt. Mhm. Habe ich erzählt, irgendwie 30% weniger Inhalt, aber irgendwie Preis erhöht von. Meinst du Chipsletten? Von Lorenz? Ja, von Lorenz die Chipsletten. Die sind völlig übertrieben. Die mochte ich nie. Die haben immer meine Großeltern geholt und meinten mich. Mich halt durchtrinken. Warum? Weil es dann schneller schlecht wird. Ja, austrinken. Ja, warum willst du das wie ein Kind durch diesen Schnabel da trinken? Weil er dafür da ist. Kriegst du nicht mal auf. Musst du abziehen, Schatz, nicht drehen. Ich hab fertige Finger, das rutscht. Ja. Ich kann nicht pfeifen. Wenn jetzt ziehst, kann ich es nicht halten. Geht nicht, ist fake. Wahrscheinlich ist das eine Deko und eine Technik. Nee, ich hab's abgezogen, es ging. Ich weiß nicht, ob es drehen muss. Ich glaube, du musst es irgendwie drehen. Hä? Warum dreht man die Dinger? Weiß ich nicht. Das ist so wie so ein Sportdrink. Das heißt, du musst ihn während dem Sport aufmachen. Ja, ich hatte es am Anfang. Jetzt habe ich aber fertige Finger und das Ding ist eingesetzt. Wisst ihr, was ist? Das ist wie wenn Markus einen Wasserhandschuh dreht. Den kriegt auch keiner mehr auf. Aber Hauptsache den Wasserhandschuh. Ja. Also jetzt habe ich gerade einen Chip gegessen, der schmeckt gerade ein bisschen wie Spüli. Man kann irgendwie so einen Spüli-Geschmack nehmen. Oder so das Ende von der Charge und die lagen noch so in Gewürzen drin. So völlig überwürzt hat das gerade geschmeckt. Geht einer darauf, woher die kommen? Ich denke, die kommen aus Holland. Ja, nee, was? Doch.
Utrecht. Utrecht, the Netherlands. Ja, die habe ich gerne gegessen. Weil da bin ich live vor der Kamera mit Chips vorgefressen. Ja, kannst nie wieder sagen, du isst keine Chips. Wir haben Videobeweise. Ich sag, ich mag Kartoffeln. Also wenn jemand Chips sagt, nur Chips, da geht man doch von den klassischen Kartoffelchips aus. Ja, ich liebe Pringles. Ich könnte Pringles den ganzen Tag essen. Ich habe die auch früher gefressen wie weiß ich nicht, ein Scheunenbrecher als Teenager. Aber macht halt fett, der Scheiß. Habe auch nichts von. Ja. Kann ich irgendwie auch was anderes reinziehen, was auch lecker schmeckt und nicht so fett macht. Ja, aber ich glaube, jeder hat so seine Lieblingschips-Marke. Gibt ja halt eben Leute, die mögen halt, was weiß ich, die No-Name-Chips. Gibt Leute, die halt mögen halt nur Kessel-Chips, wobei die esse ich auch gerne, aber die sind halt zu teuer. Die kannst du dir halt nicht auf Dauer halt holen. Ja, wenn du da halt für Kettle-Chips eine Tüte irgendwie 2,99 bezahlst, wirst du arm. Das ist ja sowieso. Chips, finde ich auch, ist auch einfach so ein Süßigkeitskram, der einfach nur überteuert ist. Und dadurch lassen sich die Leute halt so sinnlos mit sinnlosen Lebensmitteln abziehen. Wobei das geht. Ich spreche aus Erfahrung eines Chipsüchtigen. Ich habe sie sonst sehr günstig mal in der Metro bekommen. Für zwischen, sage ich mal, 1,39 und 1 Euro pro Tüte. Das ist Chips frisch ungarisch. Die haben im normalen Laden 1,99 plus, also bis hin zu 2,39 gekostet. Dass du sie mittlerweile in jedem Discounter für 1,39 kriegst, ist der Himmel. Das heißt, ich muss deswegen nicht mehr in die Metro fahren. Oh, okay, jetzt wird mir schlecht. Da muss ich so viel süßsalzig essen. Ja, jetzt reicht's auch. Also ich werde heute auch nichts mehr essen. Da ist der Deckel. Ich mach das mal andersrum. Ja. Wir wollen uns abschieden, ne? Hör doch auf, geht eh nicht. Das geht! Ich hab's noch am Anfang hingekriegt. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Lasst Kommentare da, was man noch so kaufen kann, Holland. Was? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ob wir nochmal so ein Video machen sollen. Bestimmt. Und wenn ihr nicht wollt, machen wir es trotzdem. Ja, was halt viele machen, ist ja halt mit asiatischen Süßkram. Ja, weil der super exotisch ist. Halt nicht scharf sein und ohne Fisch. Nee, außer ihr wollt, dass ich live kotze. Das schmeckt man gar nicht so krass. Ja, trau dich doch mal. Nee. Schreib mal in die Kommentare, was der Pussy ist. Ja. Ich will nicht kotzen im Stream oder im Video. Das wäre. Guck mal, ein Kotzen im Stream. Selbst wenn ein Kotzen in den Mülleimer da rein. Gibt gar keiner. Nee. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.